Können wir mit Ihnen reden? Als du herankommst, ist von den Idioten ein Grunzen zu hören. An den Felsen gestürzt erheben sie sich. Endlich etwas zu essen, brüllt einer fröhlich. Sie heben sich schwere Baumstämme auf die Schultern. Ich könnte euch etwas zu essen geben, wenn ihr mich passieren lasst. Lasst uns gefälligst in Ruhe, ihr Bestien, sonst werfe ich euch ins Meer. Ihr wisst, dass eure Freunde Nahrung für euch versteckt haben, nicht wahr? Nehmen wir das mal. Was? Brüllen die Idioten gleichzeitig und schauen einander an. Du hast Essen versteckt, fragen sie einander. Das habe ich nicht, brüllen sie aus einem Mund. Mein Freund hier hat es gesehen. Ich könnte euch etwas zu essen geben, wenn ihr mich passieren lasst. Die Idioten schauen einander an. Der eine kratzt sich am Kopf. Was sagst du? Der andere kratzt sich, dachte ich, das Kinn. Ich sage, essen wir sie jetzt und sparen wir uns ihre Nahrung für später auf. Der erste lacht leise, ist ein tiefer, polternder Laut. Der Fels erzittert, als sie sich nähern. Okay, jetzt dürfen wir gegen Idioten kämpfen. Mal sehen, ob das auch gesund für uns ausgeht. Wie viele sind's denn von den Jungs? Drei. Ja. Aber sie stecken schnell ein. Und zur Not kann ich ja immer noch das hier machen. Und Aua schreien. Captain? Oh ja, Captain. Tell me. I need something stronger. That's not very helpful. Okay, der nächste ist Fetz. Take that. Ja, Alof. Mach das mal. Du zersetzt ihn einfach mal ein bisschen. Okay, hat nicht sonderlich geklappt. Dann Alof. Ein paar magische Geschosse. Ihr Simon ging flankiert, okay. Und tot ist er. Nein. Die Jungs waren nicht gerade freundlich. Hey, das ist. Dieses Gebiet kenne ich. Da habe ich schon mal den Kopfgeldauftrag gegen so eine verrückte Nekomantin gekämpft. Gebietswiederverwertung. Naja, okay, bei solchen Sachen lasse ich das noch gerade so durchgehen. Bei solchen kleinen Zufallskämpfen oder Spezialkämpfen, aber ich hoffe, dass bei großen Gebieten sich das nicht allzu oft wiederholt. So. Sandflächen des Flachlandes. Als du den Pfad des Hochgebirges hinabsteigst, entdeckst du ein kleines Lager, das sich in den Sand anschmiegt. Zelte erschöpfte Pferde mit gekoppelten Beinen, das Knistern eines Lagers vor. Es scheint viel zu aktiv für einen lauten Hinterhalt zu sein. Die kleine Gruppe kommt näher, ein zusammengewürfelter Haufen aus Gestanden, die über qualitativ hochwertige Waffen und Rüstung verfügen. Die vorderste, eine stark gebräunte Zwerge, erhebt eine Hand zum Gruße. Kommst du den Pass herab? Fragt sie. Das heißt dann wohl, dass du dich nicht um diese widerlichen Idioten gekümmert hast, oder? Wer bist du? Sie blinzelt und wischt sich mit einem Lappen die Stirn ab. Ja, das ist meine berechtigte Frage. Ich heiße Zandran und wir sind die Atragard-Abenteurergruppe aus dem Land der Lebenden.
Das heißt, Adra Bahnabenteurergruppe unterbricht sie ein großer, feingerüsteter Mensch, der eine Haut wie gesplitterten Obsidian hat. Die Zwergin zischt. Zum letzten Mal, Franco, nein, so heißt es nicht. Wenn du die Adra Bahn sein willst, dann mach das Gefängnis woanders. Ein Bleichelf in losen Rom, sein Bart schweißgetränkt, seufzt und massiert sich die seine Stirn. Wegen dieser Eoten, sagt er, ich habe mich um sie gekümmert. Eine Frau klatscht ausgezeichnet, das sind echt die besten Neuigkeiten, die ich seit Wochen gehört habe. Die Armadorin hinter der Zwerge steht seufzt und ich dachte schon, wir könnten unser Geschick bei dieser Gelegenheit auf die Probe stellen. Der Bleiche der Robe sieht sie an. Der Tod würde uns schon noch finden, Wotschka. Es besteht kein Grund zur Eile. Die Zwerge deutet auf die Zette. Also nachdem wir uns ganzes Unternehmen wieder zum Lauf gebracht habt, ist es wohl das Mindeste, dass wir tun können, das Feuer mit euch ein Weilchen zu teilen. Dich zum Lager gesehen. Du trittst in das Lager und lässt dich neben einem Feuer nieder. Obwohl es so scheitert, als wollten sie es ausmachen, bevor du gekommen bist, legt die Amaunerin noch einen Scheitel nach. Die Zwerge zeigt auf deinen Topf, der über dem Feuer hängt. Da ist noch etwas Eintopf übrig. Fisch und Gemüse, nichts Besonderes. Wisst ihr etwas über diese Insel? Die Erkunderin schnaubte ihren Kopf. Haben das meiste kaum gesehen, sind ein paar Kilometer in Richtung an Land gegangen. Sie zeigt mir den Daumen zur westlichen Küste. Die gottverlassenen Eoten haben uns daran gehindert, weiterzukommen, nörgelt die Valianerin. Die Orleanerin nickt so energisch, dass ihre Ohren wackeln. Die Zwergin lächelt. Wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Ruinen, die hier sein sollen. Die Insel ist aber so trostlos, dass man sich kaum ausmachen kann, dass hier jemand gebaut hätte. Das war jetzt nicht wirklich informativ. Sie ist auf jeden Fall voller Sand, danke. Der Valianer lacht. Es ist ein warmer, schneller Klang, der so schnell wieder verschwindet, wie er gekommen ist. Ach, richtig. Ich habe Sand an Stellen, die ich nicht mal kannte. Ich weine schon über die Frauen, die mich hiernach kennenlernen werden. Die Orleanerin schüttelt den Kopf. Wir alle weinen für die Frau, denen du widerfährst. Ein Versuch, er zwinkert dir zu. Mitsche verabscheut meine zahllosen Eroberungen. Mitsche verschränkt die Arme und pustet. Wohl kaum. Ja, ich möchte gerne mehr über deine Begleiter erfahren. Die Zwerge tippt sich auf die Narbe auf ihrem dunklen Kinn. Naja, wir haben unser Land der Lebenden zusammengetan. Im Land der Lebenden. Da kommen Mitsche und ich hier. Sie deutet auf die kleine Orleanerin. Sie ist unsere Verstandesbrecherin. Franco hier ist aus Alfailia. Er ist ein eingeschworener Bruder der Darkosi Paladini. Der große Mann lässt seinen Panzerhandschuh gegen seinen Brusthalle krachen und verbeugt sich. Xandra deutet auf die Bleichhelfen. Das ist Lysoldia aus dem ewigen Weiß. Er sorgt für die Magie und Wotschka, sie liegt zu der Insel am Maunerin, hat Rauteil verlassen, als es nichts mehr gab, dass sie ihre Axt haben konnte. Alle, die hier seht, sind angeworben, aber trotzdem einiger der Besten. Wir waren schon überall im Land der Lebenden und Todesfeuer. Mitsche grinst. Im Moment ziehen wir als Erkundungsgesellschaft des Todesfeuer-Archipels einem iderianischen Adligen das Geld aus der Tasche. Die Orleanerin lacht leise, mehr oder weniger. Wie ist das Land der Lebenden so? Xandra atmet die Tief ein, dann bleibt dir der Atem weg. Du hast noch nie so viel Grün gesehen. Vögel in jeder Farbe des Spektrums, Eidechsen wie lebende Edelsteinstatuen und das Jagen. Hätte nicht gedacht, dass ich es so vermissen würde. Xandra atmet tief ein. Mitsche nickt sich gekehrt. Klar, die Hälfte der Pflanzen versucht dich zu fressen, aber hin gibt es etwas zu sehen. Sie verzieht ihr Gesicht und schaut in die Wüste. Ja, warum hast du es verlassen? Xandra sieht weg und wendet sich dem Lagerfeuer zu. Ihr Hund ist gestorben, sagt. Wir sollen dir so beiläufig wie eine Bemerkung über das Wetter. Die Zwerge zuckt zusammen. Reißzahn ist ein Wolf, kein Hund und dazu noch ein guter. Er ist bei mir. Sie legt eine geschlossene Faust zwischen ihre Brüste und das wird er immer sein. Essen und Rasten. Während du mit den Erkundern isst, erzählt ihr euch gegenseitig Geschichten bei langsam erlöschendem Feuer. Irgendwann wollt ihr schlafen gehen und sie bietet dir das Zelt eines gefallenen Kameraden für die Nacht an. Nach dem Aufstehen dankst du der Gruppe und ziehst von dann. Sie wünschen dir eine sichere Reise. Okay. Vom Sand verschluckte Ruinen, dann gucken wir halt da noch rein. Da ich jetzt eh schon arg überzogen habe, nämlich über 10 Minuten, können wir auch noch 5 Minuten hier reingucken, dann gibt es halt eine Folge mehr. Sengende heiße Winde stürmen über die Sanddünen. Du versuchst dein Gesicht vor dem Ansturm zu schützen, doch es hat wenig Sinn. Der Sand bohrt sich in jede winzige Spalte, die er finden kann. Vor dir erkennst du ein Gebäude und so etwas. Durch den Sandsturm weiter vordringen.
Von da erkennst du, dass es die Ruinen eines uralten Gebäudes der Huana sind, bei des Tempels. Ein merkwürdiger Eingang führt zu einem mit Sand bedeckten Hügel. Schlimmer als die drei Eoten kann es ja nicht sein. Ja, Ruin. Vom Sand verschluckte Ruin. Oh Gott, ein Rätsel. Und noch ein Rätsel. Yes, I'd be glad to. Hier ist sogar eine Falle, die wir entschärfen könnten. Ja, aber so wie ich das sehe, da kommen wir durch, indem wir nur auf diese S-Platten treten, also die ein bisschen aussehen wie ein S. Und hier dürfen wir halt nicht auf diese Platten treten, die wie eine Falle aussehen. Also ja, hier rum, darum, hier hoch, okay. Geheimtür. Aquabarit und ein Granat. Gut, das heißt, wir gehen als nächstes hier durch. Ha, hier scheint überall eine Falle zu sein. Au. Das heißt, wir gucken erstmal hier oben rein. Oh, nö. Perhaps a little rest is in order. Alof ist gestorben. Fuck. Also ja. Da würde ich sagen, keep it down. Haben wir einen sehr schönen Ort gefunden. Indeed. Der uns sehr gut töten will. I am ready at once. Yeah? Captain? I found over there. Hm? Happily. Okay, Palegida kann besser Fallen entdecken als ich. I am ready. Tell me. Zum Glück hat die Falle sie jetzt nicht getötet. Indeed. Oh ja. Weil jeder hat halt eine sehr hohe Wahrnehmung, würde ich mal annehmen. Ja, 14. Of course. So, aber mit dem Entschärfen dieser Fallen hier, Certainly. Würde ich mal sagen,
What can I do? Machen wir ja erstmal den Cut. Also Spielstand speichern. Das ist jetzt LP 031 schon. Und dann sehen wir uns gleich wieder.